Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon 2. Und ja, wir gucken mal, wo wir verbessern unseren Bogen, Jägerbogen. Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Ne, hier kann man den machen. Und gucken wir mal, was wir hier verbessern können. Okay. Waffen-Upgrade, genau, da gucken wir mal. Den Jägerbogen verbessern. Ja. Upgrade. Machen wir mal. Upgrade abgeschlossen. Säurefeuer. Ah, ich kenne jetzt Säure. Kann man schon noch zweite Stufe verbessern? Ja, können wir. Den Jägerbogen. Verbessern wir auch mal. Eins davon. 75 davon. Ach, machen wir nicht auch mal zweite Stufe schon. Okay, dritte Stufe können wir auch schon. Lol. Aber gucken wir erstmal. Ein Beutel Upgrade. Outfit Upgrade. Ah. Machen wir das mal. Zweite Stufe können wir auch schon. Machen wir auch. Schön, schön. Du siehst noch schlechter aus als gestern. Madam? Eine Spurplatz wurde für deine Waffe freigeschaltet. Das könnte hilfreich sein. Jetzt muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Was ist hier? Wir stehen hier auf der gleichen Seite, Albert. Die Dornrücken bedrohen uns. Hey, nicht Platz! Alle wissen, dass die Kater die Dornrücken ins Tal gelassen haben. Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magister. Das ist bestimmt so eine... Glaubst du, ich bin käuflich? Nebenquest bestimmt. Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin. Der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen?
Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvund Freihalter. Stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass... Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Nicht so schnell. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel von dir. Nobel? Ha. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Die Karja riskieren nichts, verlangen aber, dass gute Osaram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karja ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich... Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret. Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osaram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiter... Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das je... Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag... Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osaram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Das ist ein Nebenquest. Hä? Die Hauptquest? Ja, die ganzen Leute, die man trifft. Hm? Achso, hier. Ach ja, diese Schlange, die ich besiegt habe. Das sind die Hologramme. Das muss man jeden einzelnen anklicken hier. Junge. Was man jetzt schon alles gemacht hat. Das ist schrecklich jetzt, dass du jetzt jeden einzelnen Kategorie reingehen musst. Ach nee, das dauert mir jetzt so lange. Fertigkeiten. Ich habe hier eine Fertigkeit. Ich würde gerne hier was einsetzen. Ah, guck mal, kann ich das jetzt? Ja. Ja. Kann ich.
Sehr schön. Mal zweimal Schnellreisen kann ich machen. Mal sehen, was der Kaja-Magistrat wollte. Er sagte, er sei in der Taverne. Ach so. Unbekannt. Jetzt sind hier alles so Nebenquesten, die ich machen kann. Aber hier ist der Hauptquest? Nee. Welche Quest habe ich jetzt eigentlich angeklickt? Quests. Aktiv. Genau. Ich habe Stufe 7 die Nebenquest. Okay. Muss ich natürlich erstmal. Ah, hier ist die Kaserne oder was? Ja, tatsächlich. Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvens Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahrlicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvand soll endlich Ruhe geben. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvand vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Ja. Wir brauchen noch die letzten Vorreiter. Keine Ahnung. Ja, mach das. Unvorbereitet. Hey, Mildur. Mildur. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Oh, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben, aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Alvand schickt dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Naja, seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne hin. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich.
Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber? Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Arvind oder seine Schläger abweisen muss. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts... Es sei denn, du könntest... Was brauchst du denn? Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel. Eine Handvoll. Das war's. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen, wird kein Problem sein. Deiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Milduff. Ich halte Ausschau. So, hört sich also da... Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Auch Stufe 5. Okay. Karte. Ich habe schon genug Fleisch und Bitterkraut. Ich brauche nur noch eine Metallplatte aus einem Hühlerhaufen. Komm ich denn jetzt hier raus? Dann gehen sie rechts. Naja, keine Zeit jetzt. Hä? Hier geht's ja auch nicht raus. Ach ja. Kompliziert hier. Alter Hühler. Nein.
Was soll der Angriff denn jetzt hier? Bisschen runterdrehen oder so, ne? Audio. Die Musikshow-Lautstärke mal auf 50 setzen. So, hier weitergehen. Die sind erstmal alarmiert. Achtung, ich komme. Eine Ruine aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt was Interessantes. Okay, was haben wir hier drin? Los. Ich kriege das Stehen nicht weg. Wir sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wardis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Wisst ihr, wo ich Erend finde? Der Hauptmann verfolgt ein paar Dornrücken weiter westlich. Folge einfach den Flüchen, dann findest du ihn. Und wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst... Lass ich keinen auf mich drauffallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen? Sind recht praktisch im Kampf. Danke. Rauchbomben,
Hier ist alles mit Stolperdraht versehen. Hey, du! Ich soll dich lohnen, wenn du diese Hühner erledigst. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Die Energiezelle zu zerstören könnte helfen. Willst du den armen Turles hier oben lassen? Nein, nein, ich komme sofort. Sieh an, wer zurück ist. Und wer kann immer noch Hilfe brauchen? Ich. Das ist Reserve für später. Das war der letzte. Oh. Hallo, Schwester. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Dank der Schmiede, dass du kommst. Stolperdraht ist praktisch, aber Maschinenjagd ist was für Jüngere. So, komm liebe schon her. Leute. Ich will mich ordentlich bedanken. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Folg mir da auf Twitch. Wenn ihr meine Lives nicht mehr verpassen wollt, dort heiße ich xxmichaelboxx und auf YouTube heiße ich gamingmichaelbo. Da würde ich mich natürlich auch sehr über Likes und Kommentare freuen und natürlich über ein Abo auch. Ja, somit sage ich dann Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Michael.